Willkommen zurück beim dritten Part von Planet Coaster. Immer noch die Alpha. Wie sollte es auch anders sein? So schnell geht's ja dann auch nicht. Und ich würde sagen, wir kümmern uns heute mal um noch so ein paar Fahrgeschäfte und vielleicht so ein paar Dekorationsgegenstände. Bin gerade wieder rein ins Spiel, deswegen nochmal ganz kurz. So. Gut, was haben wir denn noch hier? Was haben wir denn hier? Ein Star Wheel. Oh je. Das ist ja wirklich ein Riesenrad, meine Güte. Halleluja. Sieht aber schick aus. Kann man eigentlich auch hier auf dem Berg oder so hochbauen? Nee. Das geht nicht. Schade. Ja, doch, hier geht's rein. Haha. Geil. Packen wir es einfach mal hier hinten hin. Wir müssen eh noch mal ein paar Wege irgendwie bauen. So, der Eingang, der Ausgang. Ah, verdammt, da komme ich schon gar nicht drunter. Komme ich also nicht drunter, das ist schlecht. Wie kann ich denn den Weg wieder wegnehmen? Geht das auch hier mit? Ah, genau. Rechtsklick, genau. Okay. So, und dann packen wir uns erstmal einen Weg hier hinten hin. Das ist natürlich schade, dass das nicht geht. Weg damit. Machen wir es anders. Pass mal auf, da fangen wir hier hinten an. Und ziehen das einfach nochmal ganz frech nach oben. So, hier wieder nach unten. Hey. Nach unten. Ja. Okay. Dann müssen wir den Ausgang ganz einfach nochmal woanders hinsetzen. Geht hier recht easy. Das machen wir dann einfach hier. Und der Eingang, der kann ja theoretisch da bleiben. Na, nein, weg da. So, wenn ich jetzt hier dieses Ticketteil baue, müsste das doch direkt wieder eins werden. Jawohl, wunderbar. Und eröffnen. Da kommen auch die Leute hoffentlich bald hier hinter gestürmt. Der Ausgang. So. Fein. Das da hinten schwingt sich fleißig eins ab. Was haben wir denn noch? Was ist das hier? Aeronauts. Aha. So eine kleine Ballonfahrt. Sky Ace. Oh, auch nicht schlecht. Screaminator. Haha. Nett. Oh, das ist ein Freefall Tower, ne? Ach du Scheiße. Porch. Genie, das Teil sieht gar nicht so doof aus. Oder ne, pass mal auf, wir lassen das da hinten erstmal. Was mich schon eine Weile stört, wisst ihr ja. Ist hier von der Weg. So. Halt. Können wir da hinten nämlich nochmal was Kleines hinsetzen und dann auch den Ausgang oder den Eingang dafür nutzen. So.
Machen wir später. So, das Riesenrad da hinten dreht sich auch noch nicht. Dann nehmen wir uns mal eine Szenerie vor. So nette Boote, was haben wir denn hier? Ein Schiffswrack. Ui. Ja. Ich muss gestehen, ich bin dekotechnisch immer nicht so der allerbeste, aber was nicht ist, kann er noch werden. Sieht doch gut aus hier. Sonst, ja, wie so ein Stargate-Tor. Könnte man auch direkt ein paar hintereinander setzen. Das ist halt sau nice, dass es keine Gitternetzstruktur mehr gibt. Oder diese viereckigen Kästen, wie man das sonst so kennt. Ach ja, die Dinger kennt man aus diversen Trailern. Jetzt nochmal ein bisschen kleiner. Können wir ja, wo ist denn die Achterbahn? Ist da hinten. Ach so, da ist schon so ein Ding drum. Das ist ja egal, wir können ja trotzdem mit drüben mal zwei nach hinbauen. So. Zack. Und hier nochmal irgendwo. Oh, es geht echt problemlos. Was haben wir denn hier? Brunnen. Oder so kleine Wasserbecken. Büschel. Boah, wenn man bloß ein bisschen kreativer wäre als ich, dann könnte man hier wahrscheinlich schon was richtig Geiles draus machen. Oh, das gefällt mir. Au. Kleiner Totenschädel. Ein großer Totenschädel. Hier direkt. Pass mal auf, das passt doch gut. Für so eine kleine Kinderbahn, oder? Das macht doch Bock auf mehr. Geil. So, was haben wir denn noch? Doch ein paar schöne Lampen dafür. Kanonen. Das sind jetzt aber alles nur Piratensachen, ne? Ich war nämlich der Meinung, es gäbe noch andere. Ach, hier, guck mal. Kann man sogar ausfahren. Aha. Okay, schön. Denn hier? Kann ich hier ganz frech zum Felsen hinlegen? Tatsächlich. Okay, die Leute kommen aber vorbei. Ey, weg, weg. Oh, verdammt. Warte mal, wir kriegen den jetzt weg. Ah, okay. Einfach anklicken. Das ist sehr simpel. Man kann auch direkt was kopieren. Control oder Steuerung D. Können wir mal versuchen, so ein bisschen wie so ein Park-Flair oder so zu organisieren. Floraler Busch. Ah, hier. Normale Bäume gibt es auch. Kann ich sogar mitten in den Weg pflanzen? Das gibt's ja nicht. Komm mal mit. Kommst du mal woanders hin? Okay. Aber schick. Was haben wir denn hier noch? Ah, noch schöne große Bäume. Auch gut aus. Ups. Die eigentlich alle gleich aussehen, wenn ich die so nebeneinander setze.
Ja, verändern sich nicht leicht. Ist ja manchmal so bei Spielen, wenn man da mehrere hintereinander platziert, dass die dann so ein bisschen anders aussehen jeweils. Oder Dendron. Ach Gott. Zack, hier hin. Geiler fetter Anker. Ha, die Geräusche dazu gefallen mir schon mal. Hört mal hin. Ja, ich weiß nicht, ob man es laut genug hören kann. Man kann ja, wo war das denn? Bei Buildings, ne? So eigene Sachen bauen. Wovon ich natürlich noch viel weniger Ahnung habe. Was gibt's denn da? Ach ja, genau, so eine kleine Shops. Ein Hutshop. Da gibt es ja ein paar Piratenhüte. So, zack. Das Geile ist, den kann man halt auch echt übereinander stapeln. Und sogar so viel wie ihr wollt. Oder? Ja, halt, da war es gerade. Bringt zwar nichts, aber es geht tatsächlich, dass man die an jeder Stelle, wenn man das hinkriegt, auch mit einem Weg tatsächlich verbinden könnte. Ja, also würde funktionieren. Sieht zwar doof aus, aber es klappt zum Beispiel mit Toiletten. So, weg damit. Achso, okay, das hat jetzt alles weggehauen. Gut zu wissen. Sollte vielleicht gar nicht so sein, weiß ich nicht. Komm, wir nehmen nochmal den Hutshop. Also so bis auf ein paar Meter dockt das dann automatisch immer wieder an. So, und da könnten wir. Wo gibt's denn sowas hier? Ach du Scheiße. Kleines Dach. So, was haben wir denn noch? Ah, okay. Kann man auch hier so rumdrehen. Sieht schon mal ein bisschen besser aus. Mal gucken, wie gut wir es hinkriegen. Boah, Gott. Sämtliche kleine Bausteine gibt es sogar. Es sind knapp 800 Leute hier unten im Park. Hier links unten steht das. Vielleicht ist 800 auch die größtmögliche Zahl, weiß ich nicht. 802. Kann sein, keine Ahnung. Ist das hier? Dachrinne oder was? Nee. Ach so. Ist halt alles weiß, ne? Ich denke mal, wirklich später im Spiel kann man dann auch die farblich vielleicht sogar noch verändern. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das geht. Ach hier, so ein nettes Piratendach gibt es auch noch. Vielleicht können wir die Säulen nochmal wegnehmen. Zack, ich baue mal das Ding da dran. Gab doch auch kleinere Säulen, oder? Nö. Was ist denn da der Unterschied? Gibt keinen. Finden wir vielleicht was anderes, was wir da vorpacken können. Nehmen wir das mal weg, das mit dem Dach gefällt mir besser. Ha, gibt hier hinten sogar Piratenhüte. Ah, hier, der hat schon einen auf dem Kopf. So, was gibt's denn jetzt hier noch? Andere Fenster. Kann ich die hier so reinsetzen einfach? Nee. Bloß vorn. Okay.
hier, guck mal. Von außen so ein kleiner extra Marmortresen. So. Jetzt stehen die da zwar drin, aber vielleicht, weil das vorher schon war, geht er jetzt auch bis da rein. Geht jetzt auch bis da rein. Hm. Naja, wieso nicht? Mein Gott, ey, da kannst du dich ja schon ewig mit der Dekoration beschäftigen. Was ist das hier? Also eine Klimaanlage? Warte mal, kann ich das nicht? Ah ja, hier. Hier rum muss denn so ein Ding so oder so? Ich gehe mal davon aus, dass das so rum muss. Zack. Irgendwelche Leuchten. Können wir auch mal zwei dran bauen. Gespannt, ob die angehen, wenn es gleich Nacht wird. Müsste gleich Nacht werden. So. Ja. Zumindest eine hier ist an, oder? Ne, die andere auch. Ja. Ah, okay, jetzt geht sie an. Dauert vielleicht einen Moment, wenn man die gebaut hat. Hier ist auch nochmal so eine Laterne. Fähnchen. Andere Laternen, was ist das hier? Eine Kanone. Ah. Da kommt sogar was raus. Cool. Eine olle Glocke. Was haben wir hier noch? Nochmal irgendeine Glocke. Okay, die kann ich jetzt hier schlecht irgendwo anbringen. Irgend so ein Marmorteil. Gab doch aber, wo ist das denn? Achso, das war schon hier mit den Zäunen. Also hier so. Oh. Okay, das ist gebäudetechnisch. Ich dachte, es gab auch so kleine Zäune. Oder waren das sogar die Dinger hier, die ich da so meinte? Ha. Okay. Was haben wir denn noch? Bürger, gibt es auch so ein Hutding? Toilette gibt's. Es gibt auch keine Bänke, ne? Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, so Bänke und Mülleimer gibt es leider noch nicht. Nee. Ah, doch, die Dinger hier, die haben unten einen anderen Sockel. Die haben bloß so einen einfachen, so ein zweifaches Teil hier unten. Hier ist ein bisschen mehr. Ja, schade, dass wir die nicht irgendwie mit unterbringen können. Gibt noch andere Dächer. Oh je, meine Güte. Also da könnt ihr euch echt auslassen, später mal im richtigen Spiel. Natürlich hier noch andere Shops. Ach, hier wollte ich eigentlich rein. So. Zack. Ein Kran, was haben wir noch? Oh, hier die Tentakel, die sollen ganz cool sein. Die passen hier nicht so hin. Es gibt, glaube ich, ein Fahrgeschäft, wo die eher passen. Das machen wir später mal. Oh, hier so ein Ding, so ein Hängeding. Da kommen wir drüben auch noch eins hin.
ist das? Ein Krakenmonster? Hm. Bewegt sich das Ding auch? Tatsächlich. Ach du meine Güte. Ohne Arme. Ohne Kraken. Aber nett. Gut gemacht. Eine Meerjungfrau-Statue. So ein Fass. Das Fass drehen macht jetzt vielleicht nicht so Unsinn. Stapeln die sich auch, ja. Krass. Piratenkönig-Statue. Oder sind die ganz weißen Dinger? Objekte vielleicht noch nicht ganz fertig, dass sie die schon mal eingebaut haben, aber dass die noch gar keine Farbe bekommen haben oder so? Kann ja auch sein. Oh, hier haben wir noch so ein paar schöne Fackeln. Das gefällt mir auch immer so, Fackeln irgendwo. Ja, ich denke so 800 sind die maximalen Leute, die hier rumlaufen können. Das blieb jetzt die ganze Zeit dabei. Na, die, die gehen, die kommen dann auch wieder rein oder andersrum. Schön. Na gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge versuchen wir selber mal so ein Gebäude zu bauen. Ob das gelingt? Oha, ich bezweifle stark. Da sind meiner Kreativität schnell Grenzen gesetzt. So, dem armen Mitarbeiter da hinten, den scheinen wir nochmal so eine blaue Lampe ins Gesicht. Zack. Der freut sich hier. Na gut, haben wir mal noch mal ein bisschen was gesehen und können da noch ein bisschen was machen. Können wir hier eigentlich auch noch mal mitfahren? Ja, die kommen gerade alle raus. Okay, jetzt kommen wieder welche rein. Na komm, wir fahren hier noch mal mit. Das machen wir als letztes. Drehen wir hier noch mal eine Runde drumherum. Außenkamera, das ist die Cinematic-Kamera. Achso, die hat auch verschiedene Einstellungen. Aha. Na komm, leg mal los, dann schalte ich mal nach innen. Ah, die switcht nach und nach zu einer anderen Position. Da. Oh, schön. Die Sonne geht gleich wieder auf. Komm schon, beweg dich. Kann er mal ein bisschen vorspulen? So, ein paar Leute müssen noch reingelassen werden und dann... Jawohl, da geht's los. Halt. So. Oh, hallo. Na? Mahlzeit. Servus. Grüß Gott. Moin, moin. Was ist denn hier los? Okay. Na, einen Mond gibt's auch. Oh, der sieht aber schlecht aus. Naja, gut, rudimentärer Mond vorhanden. Wackelt man nicht so rum, Jungs. Ach so, das ist so. Gedacht, das wäre ein normales Riesenrad. Ah, guck mal an. Ah, das ist ja nett. Wir haben alle nochmal so eine Verstrebung innen drin. Aber es gibt hier oben auch normale Fahrerkabinen. Da hätte ich ja gerne mal eine. So, warte mal. Wir können noch... Oder? Gab es nicht? Ah ja, doch hier. Das hier ist eine normale. Ach verdammt, da kommen wir wieder nicht rein. Ist das hier eine normale? Scheint so. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, ein paar sind fest. Und ein paar, die eiern hier ganz schön rum. Oh, das ist aber mies. Alter.
mal, wie das hier rumschaukelt. Hier kommt die nächste. Hier oben, die rollt gleich runter. Und zack, hat der dir gegenüber schön ein bisschen Brechreiz auf der Hose. Hier der nächste. Also das finde ich ganz schön mies, aber eine geile Idee. Schön. Naja, gut, das war's für heute. Langsam wächst der kleine Park hier. Und ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.